Hallo zusammen, mein Name ist Flori. Ich komme aus dem Languedoc-Roussillon. Diese Region liegt in Südfrankreich zwischen der spanischen Grenze und Nîmes. Heute werde ich Ihnen der Domaine Condamine Bertrand vorstellen. Er liegt in Pézenas, so es ist etwa 30 Kilometer unter Montpellier. Es ist eine der größten und renommiertesten Weingutesregion. Und ist seit 7 Generationen geführt. Der letzte Winzer heißt Bruno André. So, wir starten mit dem Weißwein. Beide heißen Coquelico, weil es ist auf Französisch Mont Blum. Sie können auch einen kleinen Mariakäfer da sehen, weil es ein großer Helfer für die Weingut. So, da können wir einen schönen so hellgrüne Farbe sehen. Er ist wirklich blumig, mit etwas Limette und Holunderblüte. Und ist wirklich frisch. Ich denke, das ist das perfekte Begleitung für, oder einfach als Aperitif, oder perfekte Begleitung für Ihr Salat in den Sommer. Jetzt werden wir den Rotwein probieren. Also, dieses Rotwein ist aus Syrah und Merlot gemacht. Syrah ist eigentlich eine der meisten bekannten Traubensorte von den Languedoc, obwohl es kommt vom Côte du Rhône. Merlot ist eigentlich nicht so benutzt im Languedoc, aber wächst dort extrem gut. So, deshalb ist es auch meistens gut benutzt. Da können wir eigentlich eine schöne glänzende Rotfarbe sehen. Er riecht wirklich so bärig und blumig. Sehr angenehm, es ist so ein sehr ausgewogener und mild Rotwein, würde ich sagen. Ich denke, er wird gut passen mit leicht sommerlichen Gerichten. Und vielleicht auch gebratene Gemüse. Ja, das sehe ich das schon so. So, voilà, ich bin jetzt fertig. Vielen Dank und viel Spaß beim Genießen. Bye-bye, Verkosten. Okay.